So, guten Abend miteinander, grüezi miteinander, geschätzte Mitgliederinnen und Mitglieder von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder von Swiss Engineering, STV, herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag Wald im Klimawandel. Viele von Ihnen, oder mindestens die, die ein bisschen ergraut sind, so wie ich, mögen sich erinnern, wahrscheinlich an die 1980er Jahre, Diskussion, Waldsterben, Katastrophenmeldungen in den Medien überall. Man hat das Gefühl gehabt, es ist so weit gegangen, es hat jetzt dann gleich keinen Wald mehr in der Schweiz. Eigentlich das Merkmal von selber Zeit war, man stellt ein neues Phänomen fest im Wald und man hat eigentlich keine Antworten gehabt dort. Man hat eigentlich nicht einmal gewusst, wie sieht eigentlich wirklich ein gesunder Wald aus und was sind jetzt die neuen Phänomene, die man dort festgestellt hat. Das war die Zeit, als ich Forstingenieur studiert habe. Als ich seinerzeit das Studium ergriffen habe, hat man mir noch gesagt, studiere das ja nicht, du findest nie einen Job. Danach hatte ich das Glück, 1990 das Forstingenieurstudium abgeschlossen. Waldsterben überall und wenn man nicht 3 Stellen Angebot hatte, dann hat man in den Spiegel schauen, was man jetzt falsch gemacht hat. Hat sich dort ganz viele wirklich schwierige Fragen gestellt, weil man hat die Ausgangslage nicht genau kennt, man hat nicht genau gewusst, was einem eigentlich blüht, wie das weitergeht mit unserem Ökosystem. Es hat viel Grundlagenforschung gefehlt. Ähnlich heute wieder, wir haben die Diskussion rund um den Klimawandel. Man weiss, es passiert etwas global. Man stellt sich Fragen, was passiert lokal, da bei uns zur Winterthur. Wird es wärmer, wird es kälter? Vermutlich wärmer. Wie viel wärmer wird es? Was haben wir in Zukunft? Wie werden sich unser Ökosystem, unsere Wälder in Zukunft verhalten? Was für Baumarten müssen wir heute kultivieren? Das sind schwierige Fragen, weil das, was wir heute machen, das wirkt sich in 50, in 100 Jahren aus, also eigentlich noch viel weiter raus, als sich unsere Klimaziele heute definiert werden. Und auch da haben wir bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Grundlagen. Aber, und darum freut es mich ganz besonders, dass wir heute einen Vortrag durchführen können. Ich darf Ihnen Sabine Braun vorstellen. Sabine Braun ist wahrscheinlich die Forscherin in der Schweiz, die am allermeisten weiss über den Wald. Sie forscht seit 38 Jahren im Wald an Dauerbeobachtungsflächen und sie kann uns ganz viel aufzeigen, was ist in den letzten 38 Jahren passiert in unseren Wäldern. Und daraus kann man natürlich sich auch ganz viel Schlüsse ziehen und Antworten versuchen zu geben. Was ist denn in Zukunft zu erwarten? Wie werden sich unsere Wälder in Zukunft entwickeln? Sabine Braun ist ursprünglich Biologin, hat 1984 doktoriert, auch über nicht ganz Waldschäden sind es gewesen. Es ist eine Dissertation über den Einfluss von der Autobahnemissionen auf den Befall von Weissdorn mit der grünen Apfelblattlaus. Und das sind eben auch, das klingt jetzt ein bisschen sehr spezifisch, aber das sind eben genau die Sachen, die im Wald passieren. Das sind ganz spezifische Einflüsse, die sich eben auf unser Ökosystem auswirken können. Und deswegen ist es eben wirklich auch wichtig, dass man solche Themen erforscht. Sabine Braun hat zusammen mit dem Walter Flückiger 1980 das Institut für angewandte Pflanzenbiologie gegründet. Der Walter Flückiger kennt auch einige von uns. Der war auch schon mal da und hat über die Waldtourbeobachtung berichtet. Wir haben nämlich da zur Winterthur ursprünglich auch 2 so Flächen gehabt, wo man seit, glaube auch 38 Jahren untersucht, gell, wo ich jetzt auch schon darf. Was sind das? Ja, 28 Jahre selber mitbetreuen, ja. Also ich habe das auch schon recht lang miterlebt. Eben, Sabine Braun forscht an dem Thema und ich bin sehr gespannt, Sabine, was du uns heute wirst können berichten über deine Forschung in all diesen Jahren, auch vielleicht das eine oder andere, was du da bei uns zu Winterthur kennengelernt hast und was du uns für Antworten kannst geben auf das grosse Thema Wald im Klimawandel. Ich freue mich und gebe dir das Wort. Ja,
Merci vielmals für die Einladung, hier unsere Ergebnisse zu präsentieren. Ich fange an mit einem Luftbild, das wir gemacht haben in 2019, wo wir den mit dem Machen am Astern mit dem Helikopter. Und 2019, wo es mal plötzlich der Buch so schlecht gegangen ist, haben wir gesagt, wir machen mal eine Luftaufnahme über einen von den Gebieten, die stark betroffen waren. Das ist Anjouan. Also in Anjouan ist der Buch im 2019 gegangen, gut gegangen. Aber ich will noch ein paar Ergebnisse zeigen. Wir haben relativ viele Beobachtungsflächen. Wir haben, also Stand 2020, 94 Buchenflächen mit über 6'000 Buchen, 75 Fichtenflächen mit über 4'500 Fichten und 50 Eichenflächen mit 1'800 Eichen. Warum so viele Flächen? Wir möchten gerne statistisch arbeiten, wir möchten gerne unsere Ergebnisse auch interpretieren und es gibt so eine Regel in der Statistik, dass man pro Parameter, den man anschauen will, braucht man etwa 10 Flächen. Das heisst, wir möchten gerne Gradienten anschauen vom Bestandesalter, Meereshöhe über Meer, Basissättigung vom Boden, also Bodenversorgung, dann Trockenheit, hier jetzt als minimale Wasserbilanz, dann Stickstoffdeposition und Ozon. Das heisst, wenn wir über diese 6 Parameter sagen, machen, dann brauchen wir mindestens 60 Flächen. Das ist so eine Faustregel von der Auswertung. Ich kann sagen, wir arbeiten in der Auswertung arbeiten wir sehr eng zusammen mit der Uni Basel, mit den Medizinern. Die sind dort sehr darauf versiert, dass sie können aus einem grossen Datensatz die Effekte ausziehen können, was ich sehe. Ich zeige jetzt mal zuerst ein paar Entwicklungen, mal ohne grossen Kommentar. Die erste Entwicklung ist die Entwicklung von der Phosphorversorgung. Phosphor ist ein wichtiges Nährelement. Und man dort die im Wald, dort man die analysieren, indem man die Phosphorkonzentration im Laub analysiert. Das ist die Phosphorkonzentration im Laub, bei Buchen, bei Fichten und bei Eichen. Und man sieht, seit 1984 die Konzentrationen sind massiv oben runtergekommen, bei den Buchen, bei den Fichten, bei den Eichen sieht man noch keine Entwicklung, das ist aber die Zeitreihe ist ziemlich viel kürzer. Man sieht auch hier noch gestrichelte Linien. Das sind die Grenzwerte, die in der Waldernährung als ausreichende Versorgung gelten. Das heisst, wir haben bei den Buchen haben wir mit einer knapp ausreichenden Versorgung angefangen und sind heute massiv im Mangel. Bei den Fichten haben wir schon mit einer knappen Versorgung angefangen und sind auch heute massiv im Mangel. Das heisst, einmal, als erstes kann ich einmal das Stichwort Phosphormangel ins in Raum stellen. Es wird noch ein paar Mal kommen, im Laufe vor. Dann, die Kurve sieht fast gleich aus. Es ist nicht der direkte, das ist vielleicht ein indirekter Zusammenhang, aber das ist der Volumenzuwachs, also auf einen Hektar gerechnet, Kubikmeter pro Hektar, das ist eigentlich das, was der Förster kann rausnehmen kann und Holz verkaufen. Das ist rote Spuren, dann blau, Fichten. Grün ist, da haben wir erst 2 Messpunkte bei der Eiche. Und dann haben wir, weil es eben, wenn wir Mischbestand haben, müssen wir das auch trennt auswerten. Also sind Mischbestände von Buchen und Fichten. Wir haben, wie alle Mischungsarten, haben wir eine massive Abnahme. Bei der Buche ist es 57% seit 1984. Bei der Fichten 48% seit 1999 und bei den Eichen
6,4. Sie können sich jetzt fragen, warum sieht das, wer sieht das sonst? Also wir haben schon vor einigen Jahren der Kantonsfürst von Solothurn hat einmal in einer Projektleitungssitzung vorgestellt. Er findet das auch in seinen Wäldern und er möchte gerne wissen, auf was das zurückzuführen ist. Das ist schon einige Jahre her. Das LFI hat vor kurzem, haben sie einmal so eine kryptische Meldung herausgegeben, dass sie das auch in gewissen Wäldern auch finden. Aber also mehr bei uns ist es schon lange relativ klar. Jetzt eine weitere Entwicklung, die vielleicht nicht ganz augenfällig ist, weil man braucht dann Blätter aus dem oberen Kronenbereich. Wir nennen ja das Gipfeltriebband alle 4 Jahre, die wir mit dem Helikopter einstellen. Und eben für die Nährstoffanalyse, hauptsächlich für die Nährstoffanalyse, aber die dann auch das Treibwachstum anschauen. Und wir schauen die Blätter sehr detailliert an, bevor wir die erst versnetzeln. Und dann haben wir folgendes Phänomen, ist uns dann aufgefallen, wenn ein Blatt abgedeckt ist, dann bleibt es grün und die andere Hälfte wird heller. Das ist eine Ausbleichung durch Sonnenlicht, das nennt sich Photobleaching. Das ist bekannt aus der Literatur. Aber wir haben dann das irgendwann einmal angefangen, das aufzunehmen. Und wenn man die Zeitreihen anschaut, also 2007 haben wir angefangen, dass uns ein bisschen achten darauf. Und wir zählen die Blätter, die betroffen sind, die wir auszählen. Also wir haben ein relativ gutes Maß. Und man sieht, das hat massiv zugenommen. Also 2019 haben wir die letzte Ernte gehabt. Also es ist eine massive Zulage. Das ist übrigens ein Buchenblatt von Höri. Also zum Bezug zum Kanton Zürich noch machen. Dann das, was man relativ häufig sieht, so als Entwicklung von der Waldschäden, ist Entwicklung von der Kronenverlichtung. Das ist so ein relativ schnelles Maß. Man geht raus in den Wald und schaut, wie stark verlichtet ist die Baumkrone. Jetzt normalerweise gibt man den Anteil Bäume mit mehr als 25% Kronenverlichtung an. Das ist so das übliche Maß. Das gilt dann als laut offizieller Lesart als geschädigt. Wir haben aber gemerkt, es ist die, wenn man Anteil Bäume mit sehr starker Kronenverlichtung aufzeigen, ist das viel bessere, also viel spannende, viel spannendere Entwicklung. Das sind so Bäume wie die Buchen hier aus der Anjouan. Also die ist, würde ich sagen, etwa 95% Kronenverlichtung. Da ist praktisch nichts mehr rum. Die hat sehr viel Totäste. Also wenn der Anteil Bäume mit so stark geschädigt sind, auftragen, dann haben wir die Entwicklung seit 1984. Und das ist 2018. Da ist im 2018 selber hat man noch nichts gesehen. Und dann im 2019 ist es explodiert. Und 2021 war ein verschiffter Sommer, das kann man sagen. Wir haben eine Zunahme von diesem Anteil mit starker Kronenverlichtung. Ich zeige dir nachher noch, warum. Also es ist trotzdem ein bisschen überraschend gewesen, dass es so einfach so keine Erholung gab. Dann haben wir, das sind ja tote Äste. Wir haben dann im Sommer 19, wo wir den Helikopter hatten, haben wir gedacht, irgendetwas müssen wir machen mit dieser Trockenheit. Wir sind ein Jahr nach dem wirklich sehr trockenen Sommer sind wir geflogen. Wir denken, irgendetwas müssen wir speziell machen. Und dann haben wir mal versucht, die aktiven Leitgefäße von der in den Ästen anzufärben. Also wir haben Äste geschnitten und eine Farblösung reinlaufen lassen. Und wenn der Ast rot gefärbt ist, dann sind die Leitgefäße offen gewesen. Und bei einer geschädigten Buche sieht das so aus. Das ist dann nicht mehr viel. Wir haben dann eine Auswertung gemacht. Also wir haben das kann man dann mit einem
Bildbearbeitungsprogramm kann man das auswerten. Und ich zeige dann noch eine Auswertung vom Anteil aktive Leitgefäße. Also das ist eine Erklärung, warum die Äste so abgestorben sind. Das ist dann eben, es ist kein Wasser mehr durchgekommen und dann sind die Äste vertrocknet. Die mittlere Vergilbung hat auch stark zugenommen. Und zwar haben wir hier schon im 18 haben wir zugenommen. Das war die erste Reaktion, die wir im 18 gesehen haben, dass Bäume mehr vergilbt waren. Es hat dann zugenommen aufs, bis auf 20 und jetzt das Jahr ist wieder leicht besser. Ich weiss nicht, ob Sie das gesehen. Das ist so ungefähr das Bild, wo man dann, wenn man mit dem Feldstecher in die Krone schaut, sieht man da so vergilbte Teile. Das wird dann, wird dann in dieser Beurteilung wird das aufgenommen. Dann hat es auch sehr viele Schwächeparasiten gegeben. Rindenegase, das ist der Pilz, der die schwarzen Flecken macht. Das ist eine Krankheit, die schon, also ich habe dann die alte Literatur noch angeschaut, nach der, in den 40er Jahren, nach dieser Krankheit. 47, 49. Die ist als Schadensmerkmal ist sie beschrieben gewesen. Also die Bäume, die dort betroffen waren, die haben die Bucherrindenegase gehabt. Aber von toten Kronen habe ich nicht gelesen. Also das muss ein neues, wirklich ein neues Phänomen sein. Der Pilz, der das macht, der macht so schöne rote Fruchtkörper, ganz klein. Das ist ein Bild unter dem Binokular. Wir haben dann, es hat uns dann ein Förster im Bratelen, hat uns dann noch gekommen, weil bei ihm einfach die Buchen reihenweise umgekippt sind. Und wir haben dann mehrere Pilze dort auch im Wurzelraum isoliert. Das ist der Riesenpolling, der macht so wirklich, also das sind ganz massive Fruchtkörper. Also das ist nicht zu übersehen. Und dann der Polling. Wir haben noch ein Pilz, noch ein weiterer Pilz gefunden, der auch eine Rolle spielen bei dem Windwurf. Das heisst, durch Trockenheit, Vorschädigung durch Trockenheit kippen die Buchen. Das, man kann nicht sagen, es ist Windwurf, sie kippen einfach um. Dann etwas, was sehr überraschend war. wir haben auch, das ist jetzt auch eine Aufnahme, die wir an diesen Ästen machen, die wir ernten. Spätfrost ist nachdem immer wieder ein Thema gewesen. Das sind, Spätfrost bedeutet, dass die Blätter sind klein und sie haben so braune Ränder und sie sind so vorne ein bisschen eingeschrumpft. Wenn man Beziehung hat, ist es relativ leicht zu erkennen an diesen Ästen. Und wenn bei einer starken Schädigung treibt den Baum neu aus, also muss neue Blätter machen, damit er kann seine Photosynthese machen. Das heisst, es ist eine massive Schädigung. Auch hier haben wir eine Entwicklung, wo wir dann doch ein bisschen gestimmt haben. Wir nehmen das auf seit 1995 und es ist also die gleiche Art von der Aufnahme wie beim Photobleaching. Wir haben in 2019 haben massive Spätfrostschäden gehabt. Man kann das in 2019 haben wir das schon können klimatisch erklären, also mit Temperaturen minus 2 und so. Aber wenn man die Zeitreihe aufträgt gegen, also noch, also die längere Zeitreihe anschaut, dann ist es ein bisschen rätselhaft, warum in 2019 derart Spätfrost gewesen ist. Dann die Mortalität, also Anteil Bäume, die absterben. Wir haben immer wieder tote Bäume gehabt bei den Buchen. Hier sehen Sie übrigens das Waldsterben. Also in den 80er Jahren haben wir heute Mortalität gehabt. Das sieht man dieser Kurve an. Und jetzt, nach dem 18, ist die Mortalität auch wieder aufgegangen. Aber es ist nicht so eine Entwicklung wie der Anteil Buchen mit einer starken Kronenverlichtung. Es ist einfach, es ist erhöht, deutlich erhöht. Es sind auch nicht Zahlen, es sind nicht Wahnsinn, also es sind
sind nicht massiv. Eine weitere Entwicklung, wenn Sie viel im Wald unterwegs sind, ist Ihnen das vielleicht auch schon aufgefallen. Die Buche macht wahnsinnig viel Früchte. Und wenn wir alle 4 Jahre die Äste ernten, dann die wir natürlich mal die Früchte auszählen, die am jüngsten Jahrgang sind, also die Früchte, die dran sind. Aber man kann bei der Buche kann man relativ gut rückwirkend den Fruchtbaum bestimmen. Dann, sie lassen so die Früchte hinterlassen, so typische ovale Narben. Und dann kann man, je nachdem wie alt das Zwiegel ist, kann man dann sagen, dass, ja, das ist eine Frucht aus dem Jahr 2017 oder 2016 oder was. Wegen dem haben wir Reihen, die jedes Jahr Mass hat. Das ist jetzt ein bisschen komisches Mass, Anzahl Früchte pro Kurztrieb, aber das ist jetzt einfach unsere Einheit. Ich habe hier noch eine gestrichelte Linie eingezeichnet. Das ist das, was ich in der Literatur gefunden habe, was als Mastjahr gilt im Forst. Das sind 150 Früchte pro Quadratmeter. Ich habe das umgesetzt aufgrund von unseren Streufallmessungen. Also das heisst, es ist etwa seit dem Jahr 2000 ist der Fruchtbehang explodiert. Er ist im Ausmaß explodiert und auch in der Frequenz. Also die ältere Literatur geht an, dass die Buchen etwa alle 4 bis 6 Jahre starke Mast hat. Und da haben wir alle 2 Jahre nicht nur eine starke, sondern massive Mast. Ich gehe später hier nicht mehr drauf ein. Wegen dem kann ich jetzt schon sagen, das ist der erste Effekt, den wir gesehen haben vom Klimawandel. Es sind die warmen Temperaturen im Vorsommer, die dann entscheiden, ob Knospen sich als Frucht entwickelt oder als Blatt. Wir haben dann die Schäden mal statistisch analysiert. Das ist jetzt die Mortalität der Buche. Ich kann einfach sagen, es sieht für die stark geschädigten Buche jetzt praktisch gleich aus, die Auswertung. Da haben wir gefunden, also das eine ist Trockenheit vom laufenden Jahr. Da ist die Regenmenge im Frühling ist, ein wichtiger Faktor gewesen. Und zwar gerade unmittelbar um den Blattaustrieb. Und das ist das, was im Sommer 18 dann speziell tief gewesen ist. Dann haben wir noch, das ist ja, verschiedene Trockenheitsindikatoren ausprobiert. Also Regen allein ist normalerweise kein gutes Mass. Wir haben jetzt hier minimale Wasserbilanz. Also das ist praktisch die Differenz zwischen Verdunstung und, also Niederschlag und Verdunstung. Die hat auch einen starken Einfluss gehabt auf die Mortalität. Und wenn wir die drei, also das sind jetzt 3 Jahre beteiligt. Und das ist das laufende Jahr, das ist das erste Vorjahr und das zweite Vorjahr. Die drei Jahre zusammen erklären Mortalität. Wegen dem ist dann eben halt der Anteil der stark geschädigten Buche ist dann halt das Jahr auch nochmal aufgegangen, weil eben das ist immer noch eine Nachwirkung vom direkten Nachwirkung. 2018. Also es ist wichtig zu wissen, dass man die Trockenheit über mehrere Jahre anschauen muss. Jetzt die Fichten. Bei den Fichten ist der Fall ein bisschen anders. Dort hat man einfach den Borkenkäfer, der dann, wenn es trocken ist, der kommt dann gerade rum. Das ist auch gerufen bis in den 80er Jahren. Wir haben der Peak der erste Peak, den wir hatten, war nach dem Lothar. Dort ist viel Sturmholz liegen geblieben und war dann eine gute Brutstätte für den Käfer. Und der zweite Peak war nach dem 03. Und jetzt haben wir, also das 18 ist da. Jetzt mir noch hier mal die Zahlen anschauen. Das sind, also 19 und 20 zusammen, haben wir über 9% von unseren von unseren Fichten verloren. Und das hat bedeutet, dass wir einige Flächen aufgeben müssen.
Und eine von den Flächen, die wir aufgeben müssen, ist Winterthur. Wir haben auf dem Hegibach zwei Flächen gehabt. Die eine davon ist die Fichtenfläche. Da hat man nach dem Lothar hat man viel, also ich kann vielleicht sagen, das ist der Anteil Bäume mit einer Grundverdichtung von 25%. Das ist so das Maß, das man so als geschädigt anschaut. Und dann haben wir noch die stark geschädigten Fichten. Das macht bei den Fichten nicht so viel aus. Also das sind die, die ich bei den Büchern jetzt vorhin speziell gezeigt habe. Und dann haben wir aber noch die Bäume, die vom Park gekauft direkt abgestorben sind oder wo wir die Meldung bekommen haben, der Förster hat sie gefällt wegen Käfer. Die sind also hier in dieser Statistik auch drin. Weil der Förster, der geht dann, sobald er den Käfer drin hat, kommt er mit der Säge. Also das heisst, in 2020 haben wir im Winter durch, haben wir über 75% der Fichten sind tot gewesen. Die schwarze Linie hier ist der Mittelwert über alle Flächen. Also der macht nicht, der Mittelwert über alle Flächen, der zeigt nicht irgendwie einen speziellen Trend. Aber also Winterthur ist eine von den Flächen, die stark betroffen waren. Diessenhofen haben wir 100% Ausfall gehabt. Gubrist haben wir schon zweimal müssen neu ansetzen. Also zwei haben wir ich glaube 1995 oder so haben wir müssen eine Ersatzfläche einrichten. Und die ist jetzt unterdessen auch weg. Weil es relativ, es schwankt stark in den einzelnen Flächen. Wir haben einmal 4 Jahre zusammengefasst, zum Modalität in den Fichtenflächen auftragen. Und man sieht, also das ist der rote Punkt. Das sind die Flächen mit über 10% Mortalität. Wir haben hier Winterthur. Und man sieht auch, es ist häufig in der Nordschweiz. Das ist bedingt, das zeige ich dann auch noch im Detail, aber wir haben auch Trockenheit gerechnet. Und das ist jetzt auch eine Einschätzung von der Trockenheit vom Jahr 2018. Anteil von der Zeit mit einem Bodenwassergehalt von weniger als 40%. Und man sieht, das ist genau die trockene Region von der Schweiz. Wir haben es natürlich detailliert, also 1:1 analysiert. Aber das gibt jetzt einfach mal einen regionalen Eindruck, warum also jetzt hier gerade im Norden so viele Fichten kaputt gegangen sind. Wir haben das ist jetzt ein Modell gewesen, mit einem hydrologischen, also von der ETH ist das ein hydrologisches Modell. Wir machen selber auch Messungen. Das ist jetzt die gleiche Einheit, also Prozentzeit mit Wassergehalt, weniger als 40%. Und man sieht, das ist relativ ähnlich. Das heisst, das Modell ist recht, dort die Trockenheitsindikatoren recht gut berechnen. Das braucht man für die Auswertung, weil wir haben ja irgendwie die Trockenheit ist immer, immer drin. Und jetzt kommt die Frage, warum ist eigentlich jetzt nach dem 18 so viel, sind die Wälder so viel mehr geschädigt als nach dem 03? Das 03 ist ja eigentlich klimatisch ähnlich gewesen. Das eine ist, die Trockenheit ist früher im Jahr hat angefangen. Das ist auch wieder Prozentzeit mit einem Bodenwassergehalt von weniger als 40%. Gerechnet für alle unsere Waldbeobachtungsflächen und das pro Monat. Und man sieht, es ist ein relativ kleiner Peak, aber ja, vorher habe ich die Mortalitätsauswertung gesehen, die jetzt das Zeitfenster nach dem Austrieb ist wichtig für die Aussage von der Schäden. Also die Trockenheit, die hier im Frühling so, also wo einfach so früh im Frühling angefangen hat,
das ist einer der Punkte, warum es 2018 so viel mehr Schäden gab. Im 2003 ist, da mag ich mich erinnern, das ist, glaube ich, Anfang Juni, ist dann wirklich heiß geworden. Und dann habe ich gesagt, es ist die Mortalität, das ist ein Effekt über mehrere Jahre. Und wenn man jetzt einmal die Gleitmittel anschaut, also das ist jetzt die rote Säule, das ist die Wasserbilanz, die ich vorher gezeigt habe, einfach für die einzelnen Jahre. Und das Grüne ist dann einfach über 3 Jahre gemittelt. Und wenn man jetzt das 0,3 anschaut, dann ist die über 3 Jahre gemittelte Wasserbilanz spricht relativ gut im Mittel. Und wenn man es 18 anschaut, dann ist die über 3 Jahre gemittelte Trockenheit schon deutlich. Also es ist schon die kumulierte Trockenheit ist im 18 viel grösser gewesen als im 03. Also die Trockenheit hat schon im Frühling angefangen. Wir haben Vorbelastung von trockenen Jahren gehabt. Und dann möglichst jetzt mal eine Hypothese, die wir aufgestellt haben, eventuell hängt es mit der Phosphorversorgung auch zusammen. Ich habe ja am Anfang die Entwicklung gezeigt und ich zeige jetzt noch ein paar Auswertungen mit den Nährstoffkonzentrationen. Aber zuerst werde ich noch auf Ursachen noch ein bisschen zu sprechen kommen. Und zwar Stickstoffeintrag. Vielleicht haben Sie schon das mitbekommen, dass Stickstoffeintrag ein Problem ist. Dass, also wir lassen ja mit bloßen Haufen Stickstoffverbindungen in die Luft. Und der kommt irgendwann einmal wieder oben runter. Und die Wälder sind eine effiziente Senke für Stickstoff. Und das ist durch also modellierte Karte, das macht Mediatest in Bern, aber die haben, das ist auch abgeglichen mit Messungen. Also das Mittelland hier ist rot und das bedeutet Stickstoffeintrag zwischen 30 und 50 Kilo pro Hektar und Jahr. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was hat man im 19. Jahrhundert hat man ausgebracht in der Landwirtschaft. Und das sind etwa so die Mengen, es waren vielleicht 40 bis 60 Kilo. Das heisst, wir düngen jetzt die Wälder mit einer Menge Stickstoff, die früher einer landwirtschaftlichen Volldüngung entsprochen hat. Nur ein Bauer, der gibt nur andere Nährstoffe. Und da ist in der Schweiz ist Düngung im Wald verboten. Aber das kommt einem weg. Das ist eine unwünschte Düngung. Und wenn man sieht, woher das kommt, dann das ist eine Verteilung von der Emissionen. Also einfach das über die ganze Schweiz. Der rote Anteil vom Kuchen ist Industrie und Verkehr. Und der grüne Anteil von ist Landwirtschaft. Das heisst, wir haben hier, wo die Landwirtschaft intensiv ist, haben wir viel Stickstoff. Wir haben dann im Jahr 2015 hat sich der Kanton Luzern auch davon interessieren für unsere Beobachtungen. Wir haben dann dort Flächen eingerichtet. Also Spitzenreiter ist die Fläche Bärmünster mit 80 Kilo. Stickstoff pro Hektar. Jetzt, das ist Stickstoff, das ja das Wachstum steigert. Und es hat ja in den 80er Jahren Bericht gegeben, dass der Wald so gut wächst wie noch nie. Das stimmt schon, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also das ist die Beziehung zwischen dem Stammzuwachs und dem und der Stickstoffdeposition von Buchen und Fichten. Und wenn man zu höheren Wert geht, dann geht es aber massiv zusammen. Also es geht bei den Fichten, erreicht man Wert, ungefähr, also bei hohen Eintragswerten erreicht man Wert wie etwa 10 Kilo Eintrag und bei den Buchen sinkt es sogar unter den tiefsten Wert bei tiefen Einträgen.
Und bei den Buchen ist die Abnahme, die ist noch stärker, wenn es trocken ist. Also man hat eine Intraktion mit der Trockenheit. Das ist die Kurvbeziehung zwischen Zuwachs und Stickstoffdeposition bei Feuchten. Also wenn es feucht ist, und das ist, wenn es trocken ist. Und wenn es trocken ist, haben wir bei 50 Kilo Stickstoffeintrag, haben wir, dann ist der Zuwachs null geschätzt. Also das heisst, es ist wirklich dann einfach für oben. Jetzt, das ist das, was wir mit unseren Flächen sehen. Wir haben auch Versuche, wo wir das nachverziehen können. Also wir haben an zwei Orten jetzt noch haben wir Versuche, also Flächen, wo wir Forstpflanzen mit Stickstoffmengen behandeln. Das ist also 0, 10, 20, 40, 80 und 160 Kilo Ammoniumnitrat, die wir dort geben. Und Hochwald, das ist eine Fläche auf dem Jura oben bei Basel. Das ist relativ, es ist hoch gelegen, aber es ist so leicht südexponiert, also ziemlich trocken. Ziemlich trocken exponiert. Und wir haben im Sommer 18 haben wir die mal geschaut, gesehen, man Trockenschäden, man hat sie gesehen. Also das sind so die typischen Brunverfärbungen entlang von den Blättern. Und die Trockenschäden sind mit zunehmender Stickstoffdüngung sind die stärker. Das heisst, das ist jetzt der experimentelle Nachweis von dem, was ich vorher gezeigt habe. Obwohl es hier jetzt relativ viele grosse Mengen braucht, bis man den Effekt sieht. Im Wald sieht man das schon bei tieferen Mengen. Das ist Blachenschäden am Laub. Und dann haben wir noch tote Äste. Möglicherweise ist das das gleiche Phänomen, wenn wir im Wald beobachtet haben. Das hat auch zugenommen mit zunehmender Stickstoffdüngung. Also das heisst, das ist einfach der experimentelle Nachweis, wo wir mit dem zwischendurch wieder haben, dass wir unsere Daten vom Wald können interpretieren. Das ist noch das ist ein Baum in dieser Fläche mit also von der höchsten Düngestufe. Da haben wir dann auch wieder unseren Farbentest gemacht und haben gesehen, die ist effektiv, ist die verdurstet. Es sind zwei Bäume abgestorben, das andere ist eine, hat eine Kontrolle gesehen, die hat aber anders gesehen im Querschnitt. Also von dort her kann man sagen, die Hypothese stimmt, dass jetzt Stickstoff die Trockenheit massiv begünstigt. Das ist etwas, wo auch ein Stickstoffeffekt, etwas, was Sie vielleicht auch, wenn Sie im Wald gehen, gehen laufen, vielleicht schon gesehen haben. Also ein Kanton Zürich ist durch Brombeere, der wuchs im Wald, ist massiv. Und die, wir haben dann mal eine Auswertung gemacht, haben wir an allen Standorten, haben wir mal geschätzt, wie gross ist die Brombeerdecke an Stellen, wo die Brombeere vom Licht her kann wachsen kann. Und dann sieht man, dass wenn die Stickstoffeintrag etwa so 20 Kilo übersteigt, dann explodiert das. Das ist massiv. Brombeere ist ja eigentlich kein Stickstoffzeiger in der Pflanzensoziologie, aber sie profitiert unglaublich. Also, das merkt man auch, dass sie dann auch einen Effekt für die Waldbewirtschaftung, also man kann dann nicht mehr laufen in diesen Wäldern. Oder Jungwuchs, der Jungwuchs ist dann je nachdem geht dann auch unter. Dann weiterer Effekt vom Stickstoff, das ist an sich auch bekannt. Die Mykorrhizapilze, die mit den Wurzeln zusammenleben, die sind ja wichtig für die Wasser- und Nährstoffaufnahme der Bäume. Also bei den Waldbäumen ganz speziell, weil die Waldböden nährstoffarm sind und vor allem die Phosphoraufnahme wird durch die, also wird stark durch die Mykorrhizapilze gefördert. Und wir haben dann einmal eine Gradientenstudie gemacht von der Stickstoffdeposition von 16 bis 32 Kilo. Und haben Buchenwurzeln haben wir untersucht und Anzahl Mykorrhizaarten bestimmt mit DNA-Analyse.
Und da hat man können zeigen, dass in diesen Flächen mit tief versteckter Deposition hat's rund doppelt so viele Mykorrhizaarten wie in diesen Flächen mit hoher Stickstoffdeposition. Also die Mykorrhiza ist empfindlich auf Stickstoff. Man konnte zeigen, dass Mykorrhizaarten, die spezifisch wichtig sind für die Phosphoraufnahme, dass die relativ schnell verschwinden. Es gibt auch eine europäische Studie von ICP Forest, die auf das Gleiche gekommen ist. Und jetzt, was ist die Folge davon? Er hat gesagt, Mykorrhizen sind wichtig für die Phosphoraufnahme. Wenn wir jetzt unsere Phosphorkonzentration im Laub und Nadeln auftragen gegen Stickstoffdeposition, dann sieht man eine deutliche Abnahme bei der Buche, eine deutliche Abnahme bei der Fichte. Und bei den Eichen ist es im Moment noch ein Trend. Das heisst, hohe Stickstoffeinträge führen zu tiefen Konzentrationen von Phosphor. Beim Kalium ist es noch deutlicher. Da haben wir Buchen, Fichten, da ist bei den Eichen auch ein deutliches Signal. Das heisst, Stickstoffdeposition dort die Nährstoffversorgung von den Bäumen beeinträchtigen. Und jetzt können wir, was bedeutet jetzt das für die Waldgesundheit? Jetzt können wir wieder mit Mortalität. Wir haben nicht nur eine Beziehung gefunden mit der Trockenheit, sondern auch mit der Phosphorkonzentration. Das ist Phosphorkonzentration im Laub gegen Mortalität der Buchen. Man sieht, wenn die Phosphorkonzentration zu etwa nur durch 0,8, 0,7 sinkt, dann ist das Risiko für die Mortalität ist deutlich erhöht. Die gestrichelte Linie hier ist der Wert, der erreicht werden sollte. Beim Kalium ist es nicht ganz so deutlich, aber wir finden auch Beziehung. Und jetzt das Photobleaching. Da haben wir dann auch geschaut, was gibt es für gelernte Variablen. Und da sieht man, wenn die Phosphorkonzentration etwa unter 0,4 sinkt, dann steigt das Photobleaching massiv an. Also so stark, dass man vermutet, man kann das als Phosphormangelsymptom, kann man sagen, als Phosphormangelsymptom. Das ist wieder der Wert, der erreicht werden soll. Und ein weiterer Punkt, der zur Zunahme von dem Photobleaching geführt hat, ist, dass es, wenn der Juli heiß ist, dass es dann auch zunimmt. Das ist die rechte Grafik. Und zwar ist die Zunahme, also wenn die Phosphorkonzentration gleichzeitig tief ist, das ist der rote Teil von der Grafik, dann braucht es noch weniger hohe Temperaturen, als wenn die Phosphorkonzentration hoch ist. Also einfach die Kombination von diesen zwei Faktoren hat dazu geführt, dass das Photobleaching derart massiv zugenommen hat. Und jetzt kommen wir wieder zu den Leitgefäßen bei den Waldbäumen. Das ist klar, die sind mit Trockenheit korreliert. Das ist, glaube ich, wenn ich da keinen Trockenheitseffekt gefunden hätte, dann hätte ich gedacht, ich muss einen anderen Trockenheitsindikator suchen. Also wir finden wieder eine Beziehung mit Trockenheit, aber wir finden eine Beziehung mit der Trockenheit vom Vorjahr. Wenn es 2019 war, war es auch einigermaßen trocken gewesen. Man hätte können meinen, dass das Klima von 2019 hier auch sichtbar wird, aber man hat nur eine Beziehung mit dem Vorjahr gefunden. Das heisst, es ist ja das Phänomen, das nennt sich Kavitation, wenn die Leitgefäße zusammenbrechen, also wenn Luft reinkommt in die Leitgefäße. Und man ist in der Pflanzenphysiologie bis jetzt davon ausgegangen, das wird im Laufe des Winters dann neu gefüllt. Es werden hier neue Gefäße bilden im Frühling. Aber das ist in dem Fall nur entweder gar nicht passiert oder nur beschränkt. Das kann ich nicht beantworten. Und jetzt haben wir nochmal das Kalium.
jetzt haben wir eine Beziehung. Und zwar ist jetzt das mal nicht Kaliumkonzentration, sondern das Verhältnis von Stickstoff zu Kalium. Wir haben hier links von der Linie die gut ernährten Bäume und rechts von der Linie die Bäume, die Kalimangel haben. Das ist dann auch wieder ein indirekter Effekt vom Stickstoff. Und jetzt die Fichtenmortalität. Ja, vorher schon gezeigt in dieser Karte. Wir haben dort Borkenkäferschäden, wo es trocken ist. Das ist an sich, das ist nichts Neues. Das ist Lehrbuchwissen. Aber wir können, das ist jetzt ein anderer Trockenheitsindikator. Aber das ist jetzt egal. Also wir haben eine zunehmende Fichtenmortalität mit zunehmender Trockenheit. Aber die Beziehung sieht sehr anders aus, wenn die Stickstoffdeposition tief ist. Das ist die blaue Kurve. Und wenn sie hoch ist, das ist die rote Kurve. Und 30 Kilo ist gar nicht so viel. Also ich meine, das haben wir im Zürich-Biet ist das problemlos dabei. Also das heisst, bei hohem Stickstoffeintrag ist die Trockenheitsempfindlichkeit der Fichte massiv erhöht. Jetzt wechsle ich noch ein bisschen das Thema wechseln. Wir haben ja auch, jetzt gehen wir noch im Boden. Wir haben so wir haben in 43 Flächen haben wir so Keramikherzen vergraben, wo man einmal im Monat das Bodenwasser abpumpt und chemisch analysiert. Eine von diesen 43 war Winterthur. Und wir haben, man kann hier die Versuchung kann man hier verfolgen. Man kann auch schauen, wie hoch ist die Nitratauswäschung, wenn man weiss, wenn man kann ausrechnen kann, wie viel Wasser aus unten rausläuft. Und das ist logisch, wenn zu viel Stickstoff oben reinkommt, dann kommt er irgendwann einmal wieder unten raus. Wir haben eine Beziehung zwischen Stickstoffeintrag und Stickstoffauswäschung. Das ist nicht wahnsinnig steil, aber man sieht doch so ab etwa 20 Kilo nimmt die Auswäschung stark zu. Das sind Einzeljahreswerte von unseren Standorten. Und jetzt ist ein Problem. Der Stickstoff wird als Nitrat ausgewaschen. Und Nitrat ist negativ geladen. Und das ist, die Elektroneutralität muss auch im Wasser, im Boden, wo unten rausläuft, muss gewährleistet sein. Also nimmt es bei der Auswäschung positiv geladene Ionen mit. Und das sind entweder Calcium, Magnesium, Kalium in den basenreicheren Böden oder Aluminium im besaueren Böden. Und das Verhältnis zwischen den ersten drei Ionen und dem Aluminium, das ist ein Indikator, der gebraucht wird, für die Versuchung von einer Bodenlösung zu beschreiben. Ich zeige das hier. Das ist jetzt auch ein Stickstoffversuch, den wir auf dem Zuckerberg eingerichtet haben. Das Verhältnis zwischen basischen Kationen und Aluminium. Wenn das hoch ist, dann ist die Versuchung klein. Und wenn das tief ist, ist die Versuchung hoch. Das sind einfach so Konventionen, dass man das so definiert ist. Bei der Kontrolle hat das Verhältnis leicht abgenommen. Wir haben allerdings an diesem Standort, haben wir je nach Zeitraum, wo wir anschauen, so zwischen 30 und 35 Kilo Eintrag. Wenn wir mit 20 Kilo Stickstoff pro Hektar und Jahr düngen, dann sieht man schon bereits eine deutliche Beschleunigung von dem. Also das sinkt das Verhältnis zwischen basischen Kation und Aluminium, sinkt schneller ab. Bei 40 Kilo sinkt es noch schneller ab. Und bei 80 Kilo noch schneller. Angefangen mit der Behandlung haben wir im 92. Das heisst, wir haben hier ein paar Jahre Vorlauf ohne Messung. Man sieht auch, es wird dann irgendwann einmal
stabilisiert sich so auf einem tiefen Wert. Also es sind dann einfach Bufferreaktionen im Boden. Oder? Also hier kann man zeigen, das ist, wir haben mit Ammoniumnitrat düngt, das ist ein neutrales Salz. Einfach für, wir haben hier und da Diskussionen, vor allem so Chemielehrer, die irgendwie ein paar Tüne begriffen, dass ein neutrales Salz Ammoniumnitrat zur Bodenversorgung führt. Der Grund ist einerseits eben, weil das Nitrat ausgewaschen wird und andererseits, weil das Ammonium nitrifiziert wird und Biprotonen freisetzt. Und jetzt der Blick auf Winterthur. Das ist, dieser Fläche ist, das hat das Verhältnis massiv abgenommen. Wir sind immer noch in relativ gutem Verhältnis. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass die gestrichelte Linie da, das ist der kritische Wert. Also da nimmt man an, dass wenn das Verhältnis unter 7 sinkt, dass man dann das Risiko steigt für den Brennen. Und wir sind weiter weg hier im Winterthur, aber trotzdem, wir haben eine massive Abnahme. Wir haben also glaube 2003 angefangen und bis 2020 sind wir auf ein Zehntel geht. Also das ist eine logarithmische Skala. In 30 cm Tiefe, in 80 cm sieht man nicht viel. Also die Fläche ist eigentlich von der Bodenchemie her ist sie wahnsinnig interessant gewesen. Aber eben, wir haben im 2020 noch die Kerze rausnehmen. Das ist eine Auswertung von allen Flächen. Wir haben 3 Gruppen gemacht, je nach Basensättigung vom Boden. Die Oberfläche nachher. Also wir haben eine Abnahme in allen 3 Gruppen. Und das ist wieder der Strich, das ist der Wert von 7. In 30 bis 60 cm Tiefe und über 60 cm Tiefe ist die Entwicklung nicht ganz so schnell, aber man sieht auch, es passiert auch da etwas. Also vor allem bei den sehr basenarmen Böden, es passiert etwas. Das heisst, wir haben innerhalb von dieser Beobachtungszeit haben wir eine deutliche Zunahme von der Bodenversorgung. Es gibt noch eine andere Methode, um Bodenversorgung zu überprüfen. Das ist Bodenproben. Das ist relativ ungenau, der Boden ist sehr heterogen, also das bringt nichts, wenn man das zu häufig macht. Wir machen das etwa alle 10 bis 12 Jahre. Wir haben im 05 haben wir genommen und dann im 2016 haben wir wiederholt. Also wir gehen da in tiefgründigen Böden gehen bis mindestens 80 cm runter mit dem Spiralbohr. Und klar, wenn es Steine hat, können wir nicht so tief. Und die Auswertung von der kalkfreien Horizont zeigt, das sind jetzt pH-Werte. Differenz der roten Säulen haben eine Abnahme vom pH-Wert gezeigt und die blauen Säulen eine Zunahme vom pH-Wert. Das ist Abnahme im Mittel um 0,22 Einheiten innerhalb von dieser Zeitperiode. Und wir haben dann einmal auch eine Auswertung gemacht und geschaut, finden wir noch irgendwelche Zusammenhänge. Und in der Tat, je höher die Stickstoffdeposition ist, umso stärker ist die Abnahme. Also da kann man es eigentlich direkt zeigen. Und Basensättigung sind die Veränderungen nicht so weniger stark, aber wir haben auch mehr rote Säulen als blaue Säulen. Es ist statistisch gesichert. Wir haben eine Abnahme von um 2,9 Prozentpunkte. Und auch hier einen Zusammenhang mit der Stickstoffdeposition.
Und jetzt gibt es immer wieder Diskussionen, ja, Bodenversorgung ist doch ein natürlicher Prozess. Das hat man doch, es hat schon in früheren Zeiten saure Böden gegeben. Also, es ist immer schwierig, die historische Bodenversorgung nachzuweisen. Es gibt aber eine elegante Methode. Man kann einfach Stammscheiben nehmen und schauen, es gibt Versorgungsindikatoren, die man im Holz analysieren kann. Und wir haben den Stammscheiben genommen und haben Holz aus verschiedenen Zeitperioden haben wir analysiert. Also 1910 bis 1930, 60 bis 80, 80 bis 2000, 2000 bis heute. Und haben verschiedene Elemente analysiert und wir haben gefunden, dass die Aluminiumkonzentration im Holz korreliert mit der Basensättigung vom Boden. Und aufgrund dieser Korrelation haben wir dann einmal geschaut, können wir die Basensättigung rekonstruieren. Einfach, das ist jetzt einmal eine Rückrechnung. Und wir können zeigen, dass das ist vor allem die letzte Periode, wo wir eine deutlich tiefere Basensättigung geschätzt haben als in der Vorperiode. Das heisst, wir können die Bodenversorgung in diesem Zeitraum können wir auch mit Holzanalyse können wir das belegen. Und jetzt, was passiert mit dem Mold? Was bedeutet Bodenversorgung und Mold? Also der deutlichste Effekt, den wir beobachtet haben, das war, als Rotdach einen rechten Teil von unseren Flächen flachgelegt hat. Wir haben dann geschaut, welche Bäume sind mit dem Sand den Wurzelballen geworfen und wo haben wir Stammbruch gehabt und haben dann eine Auswertung gemacht vom Windwurf, also mit dem Wurzelballen und haben gemerkt, dass auf Böden mit einer Basissättigung von weniger als 40% haben wir viel mehr Windwurf gehabt als auf basenreichen Böden, und zwar bei Buchen und bei Fichten. Das ist also, die Erhöhung ist massiv gewesen. Das kann man auch machen, wenn man eine grosse Anzahl von Flächen hat, wo man Auswertungen machen kann. Und der nächste Schritt war dann, können wir in Förster Informationen geben, in welchen Gebieten das jetzt speziell gefährdet sind durch den Windwurf. Also eigentlich, welche Gebiete haben eine Basissättigung von weniger als 40%. Basensättigung ist ein bisschen schwieriges Maß, weil es braucht komplizierte Laboranalysen. pH kann man einfach im Feld, kann man den Helligen mitnehmen oder irgendeinen Indikator. Das ist im Feld relativ einfach zu bestimmen. Aber ich kann jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen. Man kann, wenn man sich interessiert, kann man das in einem Bericht nachlesen. Wir haben aufgrund von der pflanzensoziologischen Karten, von der geologischen Karte und von der Bodeneignungskarte haben wir ein relativ gutes Maß finden für die Basensättigung vom Boden. Und das ist jetzt der Kanton Zürich, wo wir, das ist Basisblau, ist Basensättigung über 80%. Rot ist Basensättigung unter 30% und Orange war auch noch im Risiko. Das heisst, man hat mit der in diesen Kantonen, die eine pflanzensoziologische Karte haben, hat man so eine Basissättigungskarte können erstellen. Einfach für die Risikoabschätzung. Jetzt kommt noch ein anderes Thema, und das ist Nährstoffbilanzen. Sie wissen, vielleicht schon gehört, dass wenn man nur Stamm ohne Rinden erntet, dass man dann relativ wenig Nährstoff aus dem Wald rausnimmt. Das ist eine sehr nachhaltige Erntemethode. Das sind jetzt Stämme, die entrindet worden sind. Das ist natürlich, entrinden ist relativ kompliziert, aber ich kann jetzt zeigen, was es bereits schon ausmacht. Und wenn man entweder Äste noch nimmt oder ganze Bäume durchschritten lässt, dann ist der Nährstoffentzug viel höher.
Nährstoffbilanz von einem Wald wird bestimmt durch den Eintrag aus der Luft, dann Nachlieferung, Verwitterung aus dem Boden, die Auswaschung und durch Nährstoffauslauf. Wir haben die Verwitterung von einigen Standorten, haben wir das bestimmt. Man braucht auch, es ist ein bodenchemisches Modell, aber man braucht genaue Angaben über die mineralogische Zusammensetzung vom Boden. Also es sind zum Teil Röntgenbilder, die gemacht haben und gesagt haben, es ist ein relativ teures Verfahren, wegen dem haben wir das nicht für alle rechnen. Nur zum zeigen, wie viel mal mehr Nährstoff man rausnimmt, wenn man nur schon den Stamm mit der Rinde nimmt. Also null war die Vergleichsbasis Stamm ohne Rinde. Stamm mit Rinde gibt ein paar wenige Prozent Biomasse. Kalziumentzug wird mehr als verdoppelt. Das ist jetzt bei den Buchen. Und bei den anderen Nährstoffen ist der Unterschied nicht so groß. Das ist eine Literaturstudie aus Deutschland. Wir haben relativ viele Daten zusammengetragen. Wenn man den Stamm mit Äst nimmt, dann hat man vielleicht einen Biomassegewinn von etwa 30%. Aber der Kalziumentzug steigt fast aufs Vierfache, Phosphorentzug auf das Zweieinhalbfache. Und bei einer Vollbaumernte ist es ja noch ein bisschen schlimmer, aber der Unterschied ist nicht so groß. Bei der Fichte sieht es so aus, da ist der Phosphorentzug bei der Vollbauart noch viel höher. Also das ist 400% Zuschlag, das wäre 5-mal mehr Phosphor bei der Vollbauart, als wenn man nur den Stamm ohne Rinde rausnimmt. Und das ist natürlich, wenn man so bei der Energieholzgewinnung ist, Vollbauart ist noch häufiger ja, eine Option, weil dann kann man einfach die ganze Krone durchschritteln. Wir haben dann, also ich kann ja da auch nicht auf Detail eingehen, aber einfach zum zeigen, wie es steht mit den Bilanzen in unseren Wäldern. Wir haben dann auch ein Verfahren entwickelt, wo man die Bilanzen auch kartieren kann. Das ist jetzt wieder der Kanton Zürich und das ist die Kalziumbilanz ohne Auswäschung. Das heisst einfach, Bilanz ist Verwitterung plus Deposition minus Ernteentzug. Und so ist ausreichend, also Bilanz über Null. Das heisst, wir sind auf der guten Seite, haben wir in den grünen Bereich. Das ist dort, wo es vorher basenreich angegeben war. Und die orangen und roten Bereiche haben negative Bilanz. Das ist jetzt ohne Auswäschung. Jetzt, wenn man die Auswäschung dazu nimmt, ist einfach alles rot. Das heisst, wenn wir die Auswäschung auf dem heutigen Niveau mit einbeziehen, das heisst einfach das Resultat von der Stickstoffdeposition übersetzt auf das, was dann unten rausläuft, dann haben wir ein massives Problem mit der Nachhaltigkeit der Waldernährung. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich weiss nicht, längt es noch? Nein, ich glaube, es ist gut. Ja. Stammzuwachs hat stark abgenommen. Die Konzentration von Phosphor hat stark abgenommen. Vergilbung hat zugenommen. Der Fruchtbehang hat zugenommen. Die Trockenheit von 2018 hat massive Auswirkungen auf die Buchenpfirte. Der Stickstoffeintrag führt zu verminderter Mykorrhizierung und zu einer Reduktion von der Artenvielfalt der Mykorrhizapilz. Konzentrationen von Phosphor und Kalium sind bei hohem Stickstoffeintrag tiefer. Die Mortalität von Fichten wird durch Stickstoffdeposition in Kombination mit der Trockenheit deutlich erhöht. Stickstoffeintrag führt zu erhöhter Nitratauswäschung und damit zur Bodenversauerung. Und fortschreitende Bodenversauerung kann man aufgrund von Bodenlösungsmessungen, von Bodenanalyse und durch dendrochemische Analyse von Stammscheiben zeigen. Und in versuchten Böden ist der Windwurf verglüht.
Ich hätte noch ein paar Folien über die Zone, aber ich glaube, es reicht wahrscheinlich, oder? Also, das ist noch. Ah! Ich habe noch etwas vergessen. Der Bericht, also man mag gerne alle 4 Jahre einen Bericht raus, wo gedruckt wird. Und das sind jetzt gerade Druckfahnen, wenn ich im Moment am Durchschauen bin. Und dann möchte ich danken für die Unterstützung von den Kantonen, die uns noch treu halten. Also wir haben ein paar Abgänge gehabt, die ein bisschen ja, Medien. Also, aber ja, das sind die, die noch dabei sind. Gut. Boah. Ich weiss nicht, wie es reingeht, meine Damen und Herren, aber ich bin jedes Mal nach so einem Vortrag von Sabine Braun erschlagen. Erschlagen ab dieser Fülle von Informationen, die sie gesammelt hat in einem Berufsleben. Erschlagen aber auch ab dem riesigen Wissen, das du angesammelt hast. Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Wir haben da wirklich, glaube ich, die profilierteste Waldforscherin von der Schweiz da. Und ich freue mich, dass wir jetzt Ihnen können Fragen stellen können. Ich habe die Chance, ich habe das Mikrofon, ich kann die erste Frage stellen. Und zwar, wir sind ja eigentlich mit Wald im Klimawandel gestartet. Und jetzt ist ja eine grosse Frage, die die Forstwelt und auch die Gartenwelt beschäftigt, sind so ein bisschen die Klimabäume. Wir haben gesehen in deinen Daten, du hast Buchen untersucht, du hast Fichten untersucht, du hast Eichen untersucht. Und oftmals sind so die Eichen sind so ein bisschen im oberen, also das heisst im günstigen Bereich geschwommen. Lässt sich aus deinen Daten irgendetwas sagen, jetzt, wenn wir davon ausgehen, Klimawandel schreitet fort, die Stickstoffdepositionen haben wir wahrscheinlich nicht gerade von heute auf morgen im Griff. Lässt sich da irgendeine Handlungsanweisung für den Förster ableiten? Ja, setz eher auf Eichen oder was würdest du zu dieser Thematik meinen? Also Eichen ist sicher keine schlechte Baumart. Also die hat bis jetzt am besten abgeschnitten. Wir haben sie erst seit 2008 haben wir die Eichen reingenommen, eben wegen dieser Frage, weil dort schon diskutiert worden ist, jetzt kommt der Klimawandel. Wir haben nur Daten über Buchen und Fichten, wo wir noch etwas Handfestes haben. Aber es ist so, man sollte nicht auf nur eine Baumart setzen, weil das ist, wenn man nur Aktien hat von einer Firma, wenn es deren einmal schlecht geht, dann ist man verkauft. Es ist so, dass in England gibt es Eichensterben, auch die kleinen, wo übrigens auch durch Stickstoff gefördert wird. Das ist bis jetzt noch nicht bei uns angekommen, aber also, ich meine, man sieht, wie schnell das Eschenwelke über Europa weg ist. Also es ist einfach, man schleppt hier wieder irgendeinen Parasit ein. Oder? Es ist einfach, also ich würde nie auf einen Baumarkt setzen. Aber es ist ja im Rahmen vom Wald- und Klimawandel ist von der Ambio ist ein Modell entwickelt worden, wo man auch basierend auf den Ökogrammen, also den Vegetationskartierungen, wo sie dann können voraussagen, also in diesem Gebiet haben wir jetzt im Moment vielleicht, ich sage jetzt einfach etwas hochmontane Stufen und das wird jetzt in Zukunft wird das vielleicht Kolin sein und für Kolinistufen haben wir die und die Baumarten Empfehlung und das auf die Art können wir dann im Fall im Gelände auch kann man gewisse Standortsempfehlungen kann man machen. Aber eben, die Empfehlungen beinhalten dann auch mehrere Bäume. Es gibt schon mehrere klimafitte Baumarten. Das Problem ist einfach, dass viele von diesen klimafitten Baumarten die brauchen basenreiche Böden. Und wenn man noch ein Problem hat mit der Bodenversorgung, dann hat man noch. Also, man muss das auch im Auge behalten. Gut, danke. Ich möchte die Fragen nicht monopolisieren. Ich bin sicher, Sie alle sind auch sehr interessiert, mehr zu hören. Warum wäre offen? Der Präsident bedient das Mikrofon. Okay. Danke vielmals für den Vortrag. Sie haben ja wirklich viele Daten präsentiert und mich würde es wundern, wie Sie die Daten alle sammeln.
Und vor allem, welche Rolle Remote Sensing spielt und spielen wird. Fliegen Sie jetzt schon mit Drohnen und Satelliten oder kommt das jetzt erst noch? Also wir machen nicht direkt selber Remote Sensing. Wir sind in ein Projekt involviert, wo das aufgleisen und kalibrieren und für das brauchen die dann auch Daten vom Boden. Und wir stellen einfach unsere Daten dort zur Verfügung stellen. Aber selber machen wir nicht Remote Sensing. Also es ist ein Projekt, das ist mit der WSL, dort geht es um Stadtbäume. Und ein anderes Projekt, da weiss ich nicht, ob das über das Planungsstadium rausgekommen ist, das ist vom Vorstand bei der Basel. Die haben das mal an uns angetragen, aber dort weiss ich nicht, was der Status ist. Bitte? Ja, einfach Bodendaten. Wir haben jetzt einfach noch unsere Bäume. Zum Teil müssen wir sie noch genauer einmessen, weil die müssen ja aus dem Luftbild dann, oder aus dem Satellitenbild die dann können praktisch zuordnen können. Und das ist, für das braucht es noch einen gewissen Effort. Ja. Ich habe eine Frage. Irgendwie ist bei Forst immer ein Fatalismus. Wenn der Boden versorgt ist, dann tut der Bauer kalken. Wenn es zu wenig Phosphor hat, dann tut der Bauer Phosphor drin. Und wenn irgendein Unkraut ist, oder auch jetzt mit japanischen Knöterich oder so, dann spritzt er etwas. Und beim Forst, da höre ich immer, jo, das darf man nicht. Und ich verstehe überhaupt nicht, wer tut etwas in Stein meißeln. Der liebe Gott sagt, man darf nichts machen im Wald. Man könnte. Man weiss ja genau, was fehlt, was könnte man rein tun. Woher kommt der Fatalismus? Also das ist einfach, in der Schweiz ist das verboten, Dünger im Wald auszubringen. Wobei man hat jetzt durch die Emotion von Siebental hat jetzt einmal eine Diskussion darüber ausgelöst. Und man hat jetzt mindestens einmal an drei Standorten in der Schweiz haben wir Kalkungsversuche angelegt. Aber ich meine, im Prinzip, also die Deutschen, die haben schon lange Kalken, die Schweden haben auch schon lange Erfahrung mit Kalken. Es geht einfach nur darum, das einfach nochmal in der Schweiz nochmal zu zeigen. Aber eben, das ist einfach das Hauptargument für die Gegner ist, man will keine Symptombekämpfung, man will es übel an der Ursache bekämpfen. Das ist schon richtig. Aber ich meine, bis die Landwirtschaft sich bewegt hat, also es ist einfach der Luftigenik auf dem Kanton. Luzern hat einmal vorgerechnet, wenn er nur schon alle offenen Güllenlager würde abdecken, dann hätten sie 11% weniger Ammoniak-Emissionen. Ich glaube, sie fangen jetzt an von abdecken, aber es ist lang gegangen, bis sie mal sich überhaupt bewegt haben. Nächste Frage kommt von einem Physiker. Sie tun mit dem Helikopter Blätter und Äste abernten. Warum machen Sie das nur alle 4 Jahre? Weil es eine relativ kostspielige Angelegenheit ist. Und man kann schon mit 4 Proben von all 4 Jahren kann man schon gewisse Entwicklung zeigen. Aber es ist eine relativ teure Angelegenheit. Arbeitsintensiv. Wäre noch eine Frage? Ja, Ernst? Es hat mich erstaunt, dass Sie relativ enge Auswahl an Bäumen gewählt haben. Also, wie es weiss, der Eichen ist ja relativ langsam wachsend. Also, das wird ja auch deshalb weniger rasch auf Klimaveränderungen wirken. Das heißt, sei es Niederschlag oder Trockenheit. Warum haben Sie keine Eschen genommen und Ahorn, die relativ lang wachsen, rasch wachsende Bäume sind, die empfindlicher wahrscheinlich dadurch auf Umwelteinfluss wirken? Eine andere Frage ist noch die, Sie haben ja wahnsinnige Forschung betrieben, da, die Untersuchungen. Aber mit keinem Wort ist irgendwie das Institut des WSL erwähnt worden. Das wäre doch zum Teil auch Aufgabe vom WSL, oder? Diese Art von Forschung oder wenigstens zu unterstützen. Ja, das ist ein bisschen heikles Thema. Aber ich kann einfach sagen, wir haben mit der WSL haben wir zum Teil gute, also mit gewissen Gruppen haben wir gute Zusammenarbeit. Und für andere Gruppen sind wir nicht so willkommen, weil wir machen eigentlich Untersuchungen, die man von ihnen erwarten würde. Und das ist relativ
unangenehm, wenn sie dann darauf gestoßen wäre. Aber ich meine, ich kann jetzt ein Beispiel sagen, die Zuwachsreduktion. Wir haben relativ früh schon haben wir gesagt, Achtung, da läuft etwas ab. Und wir sind wahnsinnig angegriffen worden vom BSL, dass wir uns getrauen, so etwas zu sagen. Wir haben da keine Datengrundlage für das. Und jetzt kommen sie aufs Gleiche. Aber einfach 15 Jahre später. Ja. Ja. Also ich kann sagen, Eschen haben wir auch im Programm, aber ein bisschen anderes Programm. Da geht es vor allem darum, resistente Bäume zu finden, die gegen die Eschenwelge resistent sind. Also das ist einfach praktisch eine Hilfe für die Resistenzzucht dann nachher. Von der Eschenwelke mit den Umweltbedingungen? Bis so weit ich weiß, bis jetzt nicht. Mehr. Nicht. Das ist einfach ein eingeschleppter Pathogen. Weitere Frage? Ja. Also vielen Dank zuerst. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt gehört, was ist der Ist-Zustand? Was kann man machen dagegen? Ja, also der Förster kann einfach andere Baumarten pflanzen. Ich meine, der Wald hat einfach die Option, dass er die Bewirtschaftung ändert. Und dann das Problem Stickstoffeintrag, das müssen wir mit den Luftreinhaltemassnahmen müssen wir das noch besser in den Griff bekommen. Also die Schweiz hat ja auch, es gibt ein internationales Luftreinhalteabkommen, das Göteborg-Protokoll, das die Schweiz auch unterschrieben hat. Aber punkto Stickstoff ist sie dort nicht, hat sie ihre Vorgaben nicht erfüllt. Eben anschließend an diese Frage. Sie haben so eine enorme Menge an Daten geliefert. Eben das ist eine politische Frage letztendlich auch. Wohin führt das Ganze? Wie sehen Sie das? Wie wird die Politik handeln? Und dann vor allem auch in ähnlich gelagerten Ländern. Ich meine jetzt klimatisch ähnlich gelagerten Ländern. Frankreich, Deutschland, Österreich und so weiter. Also, sagen wir mal, die Relevanz für die Politik. Ich kann vielleicht sagen, wir haben vor 2 Wochen mitgeholfen, einen Workshop organisieren, wo man die Grenzwerte von Stickstoff neu diskutiert hat. Das sind dann Grenzwerte für Stickstoffeinträge. Die sind europaweit, dann sind die gültig. Das heisst, es gilt auch in Deutschland und Frankreich und Italien. Also das war dann eigentlich praktisch eine politische Umsetzung von unseren Untersuchungen. Und ja, klar, also wir arbeiten mit deutschen Arbeitsgruppen, haben wir guten Kontakt, also die schätzen unsere Arbeit. Die nehmen unsere Arbeit, nehmen sie auch vor. Gibt es noch weitere Fragen? Also ich erinnere mich noch, weil dem sogenannten Waldsterben ist eben gesagt worden, oder ist zum Teil vermutet worden, sie eine Aluminiumvergiftung. Ja. Also dass Aluminium freigesetzt wird, aber Sie zeigen ja genau das Gegenteil, das Aluminium wird ausgewaschen, oder? Nein, es wird freigesetzt im Boden. Also es wird aber nicht ausgewaschen? Doch, es wird auch ausgewaschen. Ja. Aber es wird einfach das Aluminium, wird laufend nach in versuchten Böden, wird das Aluminium laufend ausgelöst aus dem Tonmineral. Einfach in versuchten Böden ist Aluminium vergiftet durch Wurzeln, ist ein Problem. Aber wir messen einfach die Aluminiumkonzentration. Ja. Also wie ist es mit dem schädlichen Wert dann von dem freigesetzten Aluminium? Ja. Spielt das eine Rolle? Ja, das ist das, was ich mir gezeigt habe mit dem Effekt von der Bodenversäuerung. Mhm. Das ist schon ein Teil, also das ist ein Teil vom Phänomen. Vielleicht noch eine Frage? Ja, wenn ich die Werte gesehen habe, die Sie für die letzten paar Jahre gezeigt haben, dass Sie haben ja gezeigt, dass in den letzten paar Jahren der Wald stark gelitten hat. Ja. Im Vergleich zu der langen Zeit zuvor. Ja. Müssen wir jetzt Angst haben, dass der Wald demnächst absterben wird? Oder
bleibenden Schaden nehmen wird, oder kann man das nicht sagen zurzeit? Also man weiß einfach, dass die Fichte im Mittelland keine Zukunft hat. Also ich glaube, das ist schon relativ lang klar. Wegen dem, aber die Förster versuchen, also der Waldumbau geht nicht so schnell. Dass die Buche derart schnell Probleme bekommt, das war eine Überraschung im 2019. Also das hat niemand erwartet. Aber ja, die Konsequenz ist einfach, dass man halt jetzt die Buche ersetzt durch Eichen oder Melberry, Douglas, was auch immer am Klima fitteren Bäume rum ist. Also vielmal, mich würde interessieren, wenn der Wald jetzt umbauen, oder? Aber der Beat hat das vorher gesagt, der Wald kann man nicht für heute und morgen umbauen. Eben, ja. Also wir müssen ja jetzt heute uns Gedanken machen, was machen wir heute, was in 100 Jahren im Wald aussen passiert. Ja. Wir müssen eigentlich, wir müssen, der Förster müsste jetzt auf 100 Jahre raus planen, aber ich meine, so wie so rapide, wie die Entwicklung jetzt läuft, ist also das sehr, sehr, ja. Hat mich zur letzten Frage gebracht, die ich gerne Beat stellen würde. Ja. Weil du hast am Anfang gesagt, du siehst jedes Mal erschlagen, wenn du einen Vortrag von der Sabine Braun hörst. Was machen die jetzt auf dem Vorstand? Du sitzt ja seit vielen Jahren bei uns im Vorstand, selber auch. Und aber was machen die jetzt bei euch? Was machst du jetzt aus all diesen Fakten und was du jetzt gehört hast? Was trägst du bei für den Wald der Zukunft? Ich plane auf 100 Jahre raus. Nein, danke vielmals für die Frage, Peter. Das ist natürlich hochspannend. Und eben, ich bin total froh und ich möchte nochmal wirklich herzlich danken, dass auch bei Ihnen aus Sicht von der Praxis, die Sie da erforschen, das ist für uns hochwertvoll und hochinteressant. Jetzt die Antwort auf Peter, seine Frage, die ist natürlich wesentlich komplexer, wie der Wald eben auch ein komplexes System ist. Und du hast vorhin ein Stichwort gesagt, Diversität. Also ich glaube, im Moment bleibt uns nichts weiter, als nicht einfach auf eine Karte setzen, sondern auf möglichst viele Karten. Das heisst, wir versuchen, einen möglichst vielfältigen Wald zu erhalten, auf möglichst viele verschiedene standardheimische Baumarten zu setzen. Was wir nicht machen, ist jetzt eben die Diskussion, die geführt wird um klimaresistente Baumarten. Ich bin mir recht sicher und ich glaube, das haben die Forschungen auch gezeigt von der Sabine, dass eben Wald ein extrem komplexes System ist. Und wenn man jetzt da nur auf ein Pferd setzt, das heisst, man tut jetzt, oder vielleicht auf ganz wenige Pferde, das heisst, man baut bestimmte Baumarten an und plötzlich merkt man, das funktioniert nicht, eben mit so einer langfristigen Forschung, wie es die Sabine macht, wo wir eben für gewisse Baumarten halt nicht haben, dann haben wir ein Problem. Und deswegen, ich glaube, im Wald gilt das Rezept, das schon immer gegolten hat. Wir müssen langfristig denken, wir müssen auf eine breite Strategie setzen. Wir müssen halt damit darauf gefasst sein, dass der Wandel unter Umständen schneller ist und dass gewisse Baumarten ausfallen. Halt. Aber eben, wenn man auf mehrere Pferde setzt, kann man hoffen, dass die einen oder die anderen ins Ziel kommen. Ich weiß nicht, ob du das kannst bestätigen, Sabine. Ja, ich kann vielleicht noch als Beispiel sagen, wir haben ja bei den Eichen haben wir ja drei Baumarten, also drei Eichenarten im Programm. Und Flumeichen gilt eigentlich als die top trockenresistente Baumart. Und wir haben extrem schlechte Werte für die Flumeichen. Warum weiß ich nicht? Also wenn ich jetzt die Flumeichen anschaue in der Toskana, die sind topfit. Und, also das ist ein Rätsel, wo man einfach wir haben als allererstes Trockenschäden aus der Luft fotografiert in einem Flumeichenbestand in La Sara, in der Nähe von Iberton. Das ist, haben wir das allererste Mal so Luftbilder gemacht mit Trockenschäden. Und das war Flumeichen. Danke vielmals, Abin. Und ich kann es jetzt gleich nicht lassen. Ich muss jetzt gleich noch eine Anekdote erzählen und dann auf einen anknüpfen. Weil eben die Forschung, wir schaffen, oder wir sind schon lange in Kontakt, weil die Forschungsflächen ja auch zu Winterthur sind und wir kennen die Resultate, also viele von diesen Resultaten haben sich auch schon länger abzeichnet, speziell auch das mit dem Stickstoffeintrag und die Nährstoffbilanzen, die du vorhin erwähnt hast. Und was man eben auch sieht, das ist durch die ganze Baumernte, wo man
auch in Winterthur sehr stark propagiert haben. Wir tun einen schönen Teil von der Stadt mit Holz heizen, mit Holzschnitzel und nehmen dazu die ganzen Bäume raus. Das trägt eben unter anderem negativ bei für die Nährstoffbilanz. Und da vielleicht die Feststellung und meine Frage, Sabine, du hast vorhin noch von Kalkungsversuchen geredet. Wir sind aber, ich meinte, vor 10 Jahren schon mal zu Bern, auf Bern pilgert miteinander, weil wir festgestellt haben, wir haben einen Haufen Holzeschen und Holzeschen ist ja mineralisiertes Holz. Eigentlich die ganzen Nährstoffe, die wir rausnehmen, die sind am Schluss konzentriert in dieser Holzesche. Und wir haben, wollen beim Bund vorstellig werden, zum Versuch machen, die Holzeschen zurück in den Wald zu führen. Weil damit hätten wir eigentlich dann einen geschlossenen Rohstoffkreis, also einen geschlossenen Nährstoffkreis oder mehr oder weniger geschlossenen Nährstoffkreislauf. Und vielleicht so als allerletzte Frage kannst du vielleicht noch ausführen, wo das angeführt hat und ob man da überhaupt noch weiter darüber nachdenkt. Ja, es ist, hat ja, also die Frage hat zu einer Motion von Siebenthal geführt. Das ist ja ausdrücklich Holzesche genannt gewesen, also Rückführung von Holzeschen im Wald. Und das ist dann halt durch den politischen Prozess. Und dem Waffen hat es einfach Leute gegeben, die haben gesagt, Holzesche kommt nicht in Frage, das ist Abfall, das kommt nicht in den Wald. Holzesche hat Schwermetall drin, das kommt nicht in den Wald. Also das ist dann sehr, sehr stark abgelockt worden. Das Einzige, was wir durchbekommen haben, sind die Kalkungsversuche. Und damit mein Link zurück zur Frage voran, wo der Böck ja zu den Förster gespielt hat, wo nur immer jammert. Nein, die Förster dürfen nicht nur immer jammern, sie unternehmen die Vorstösse. Das wird aber politisch manchmal abgeblockt. Und wir alle sind ja Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hier in der Schweiz. Und es liegt nicht nur an uns Fürsten, sondern eben an uns allen, dass man die gesetzlichen Grundlagen schafft, dass solche Sachen in Zukunft möglich sind. Nein, ich kann es nicht. Schauen Sie, was das für ein starkes Gesetz ist. Unsere Waldfläche nimmt laufend zu. Unterdessen muss man sogar fixieren, dass die ganze Schweiz nicht zu Wald wird. Also das Waldgesetz ist ein Riesenerfolg und die gewissen Details, an denen müssen wir noch arbeiten. Und den Angriff habe ich gut verkraftet. Gut, ich glaube aber, wir machen nachher das Bier noch. Weiss nicht, hast du auch noch Zeit, Sabine? Ja. Also, ja. Also die, die noch mit der Referentin oder die eine oder andere Frage stellen, die können das nachher noch gerne machen. Ich möchte an dieser Stelle einfach aus zeitlichen Gründen auch den Sack zumachen, dass sie alle wieder heim können, die auch heim müssen. Ich möchte aber noch auf die nächsten Vorträge hinweisen. Wir sind ja immer spannend bei der NGW, nicht nur was den Wald betrifft. Am nächsten Sonntag, 14. November, ist Wissenschaft um 11 in der alten Kaserne. Da auch ein topaktuelles Thema, Corona. Wie bereiten wir uns auf die nächste Pandemie vor? Wir müssen ja jetzt einmal alle impfen zuerst. Ich hoffe, sie sind alle schon. Und dann schauen wir, was wir mit den nächsten machen. Also bitte kommen an den sicher spannenden Morgen. Referent ist der Dr. Christian Althaus vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin von der Uni Bern. Lohnt sich sicher, da zuzuhören. Unser nächster Freitagsvortrag ist «Der Mensch und seine Mikroorganismen – eine alte Beziehung im Wandel der Zeit». Sicher auch hochspannend. Da wird uns der Professor Dr. Urs Jenal vom Biozentrum von der Universität Basel informieren, wieder da im üblichen Rahmen. Ich freue mich, wenn der eine oder andere von Ihnen da auch hineinschauen kann. Damit nochmal herzlichen Dank Ihnen allen fürs Erscheinen. Ich glaube, es war wirklich ein Abend, wie es sich gelohnt hat. Ganz herzlichen Dank unserer Referentin, Sabine Braun. Und danke vielmals für dein grosses Werk und deine Forschung im Namen der Forstwirtschaft. Schönen Abend und gute Heimreise allerseits.